Die Fußballweltmeisterschaft in Katar ist gestartet. Der Gastgeber und der Fußballweltverband FIFA versprechen die größte WM aller Zeiten. Doch in Wirklichkeit ist es der Tiefpunkt eines Systems, das durch Korruption, Geldgier und Größenwahn gezeichnet ist. Denn das Turnier sendet das Zeichen in die Welt, mit Geld kann man alles kaufen. Dafür verrät die FIFA sogar ihre eigenen Werte. Ja, wir sprechen über Menschenrechte. Ja, wir sprechen über die Rechte der Frauen. Und ja, wir sprechen über ein homophobes Land. Wer Frauen mit Süßigkeiten vergleicht und Homosexualität als geistigen Schaden darstellt, hat aus meiner Sicht das Recht verwirkt, eine solch große Bühne wie die Fußballweltmeisterschaft zu bekommen. Dieses Turnier ist ein Paradebeispiel für das Thema Greenwashing. Die FIFA und der Gastgeber versprechen die nachhaltigste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Doch das ist eine riesengroße Lüge. Es wurden große Fußballtempel aus dem Boden gestampft, die man nach diesem Turnier einfach nicht mehr braucht. Und diese Bilanz wird nur dadurch geschönt, dass man ganz viele Zertifikate eingekauft hat. Was also tun? Sollte man dieses Turnier boykottieren und die Spiele nicht live schauen? Ich sage ja, denn die FIFA versteht nur eine Sprache, und zwar die Sprache des Geldes. Und der größte Topf sind nun mal die internationalen Übertragungsrechte. Und erst wenn die TV-Stationen motzen, die Sponsoren unzufrieden werden, wird die FIFA vielleicht zum Umdenken genötigt. Machen wir uns nichts vor, ein solcher Boykott wird wahrscheinlich nicht alles ändern. Doch an alle Kritiker da draußen, lasst uns doch mal ehrlich sein, habt ihr eine bessere Idee? Wenn ja, schreibt sie gerne in die Kommentare.